starten. Das Open Pairs Finale der Deutschen Meisterschaft im Freestyle Frisbee 2017 in Karlsruhe mit dem Team Benjamin Edelmann und Benedikte Ode. Applaus! Wie immer, ihr gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Mes chers amis, start. One of these days, and it won't be long, you're gonna look for me, and I'll be gone. Und Benedikte Rodé, Kanada und Berlin hier am Start bei der Deutschen Meisterschaft im Freestyle Frisbee. Kommt doch nochmal her zu uns, ihr beiden. Ihr wart ja vorhin schon mal da. Gefällt mir immer aus München.
und den Harald aus Köln. Beides auch sehr erfahrene Spieler. Tobi ist so einer, der in den letzten Jahren wirklich weit nach oben gegangen ist, von vielen internationalen Spielern Neues dazugelernt hat und wie wir vorhin auch gehört haben, bei den Gorillas unterwegs ist, die also an Schulen gehen, dort Ernährung, Freestyle, Frisbee, Skateboard und anderes mehr den Kids bieten. Nochmal ein dicker Applaus für unser nächstes Team, Köln und München, Tobi und Harald. I've been losing sleep, dreaming about the things that we gonna be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs, seek it out and we shall find. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old. I don't think the world is old, I'm just doing what we're told. Großen Applaus!
für Tobi und Harald. Köln und München. Und da kommt die Scheibe und wird gefangen von Fabian Binklage. So, München und Köln hier und am Start. Einen großen Applaus für das nächste Team aus Karlsruhe, Dylan Rocher-Pierce und Bernd Jens Friebe.
Jens Friebe und Dylan Rocha-Pires, Karlsruhe und Bern hier am Start bei der Deutschen Meisterschaft im Freestyle Frisbee. Frisbeejob.com, einer unserer Sponsoren. Kommt doch zu uns rüber, Jens, Dylan, ihr müsst uns noch ein bisschen was erzählen. Auch wieder so in Richtung Kamera gucken, unser nächstes Team in der Deutschen Meisterschaft im Freestyle Frisbee. Genau, als nächstes dürfen wir hier bei uns begrüßen Sascha Höhne aus Berlin und Jakub Kostel aus Prag. Da freuen wir uns drauf. Dicker Applaus für die beiden. Sascha und Jakub. Oh.
Dein schöner letzter Cash hier. Jakob Koschl und Sascha Höhne, Berlin und Prag. Sehr schöne, fantastische Routine. Ihr beiden auch zu uns bitte. Sascha, Jakob, come over please. Schön, was ihr hier gezeigt habt. Ihr hattet so ein bisschen auch mit dem Wind zu kämpfen. Mal war immer wieder fasziniert davon. Es gibt so viele Spieler, die einen inspirieren und begeistern können. Hier kommen zwei. Die Judges sind nämlich schon ready. Wir können sofort loslegen. Einen großen Applaus für Robert Dittrich und Sascha Scherzinger. Sekunden.
Toll. Robert Dietrich und Sascha Scherzinger, Freiburg und Karlsruhe hier am Start. Wunderschöne Routine, zwischendurch hat es ein bisschen zu tröpfeln angefangen, aber die beiden haben auch mit diesen etwas ungünstigeren Wind- und Wetterbedingungen ganz gut umgehen können. Scheibe und Whizzerings gibt beim SSC statt. So, ich habe das okay von der Jury bekommen, dann möchte ich jetzt das vorletzte Team aufrufen. Alex Leist und Freddy Finner. Zweimal Karlsruhe oder sozusagen ehemals Karlsruhe. Denn Freddy ist mittlerweile in Berlin unterwegs und Alex Heidelberg. Wie immer, ihr gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si t'es la mythe. Ta sœur est belle, tu forces la mise. Je chante depuis Brigadier Savary. Pousse-toi de la lance, pile pas par ici. C'est plus de ni mais agisse de malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petits crimes à l'épicentie. Plongé dans le monde de la nuit. De l'envie, des ennuis, au que je viens, des arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas de la merde. Thank you.
Alexander Leist und Freddy Finder, das vorletzte Team in der deutschen Meisterschaft in der Division Open Pairs im Finale 2017. Schöne T-Shirts habt ihr an, die Karlsruhe Weltmeisterschaft-Shirts von 2000. Darf ich jetzt aufs Grün bitten, das letzte Team des Finales Open Pairs der deutschen Meisterschaft im Freestyle Frisbee 2017 in Karlsruhe auf dem SSC-Gelände. Beide gehören auch hier zum Organisationsteam, sind die Direktoren quasi, die genau, das Ganze mit auf viel die Beine zu tun gestellt haben. Und müssen trotzdem nebenbei noch an ihrer Routine arbeiten und hier mit am Start sein. Wenn man guckt in Pairs, letztes Jahr war ein anderes Team Gewinner. Ich habe nochmal hier auf meinem Zettel gespickt. Da waren der Christian Lambrett und Robert Dietrich zusammen. Die deutschen Meister, genau, genau, vom letzten Jahr. Verteidigen also dieses Jahr nicht zusammen ihren Titel, sondern haben neue Partner gefunden für diese DM. Und wir freuen uns darauf, die zwei doch sehr großartigen Spieler zu sehen, die ja mit Alex zusammen im Koop Weltmeisterteam sind. Das erste Weltmeisterteam aus Deutschland, das hier im Koop im Freestyle Frisbee gewonnen hat. Ein dicker Applaus deswegen für unser letztes Team. Christian Lamrett und Florian Hess. Thank you.
Johannes und Christian Lambrecht. Und beide natürlich auch zu uns. Hallo Christian. Super schöne Routine. Auch ihr habt mit dem Wind gekämpft so ein bisschen. Wie ging es für euch? Eigentlich ganz gut. Oder? Ein, zweimal so besonderer Winkelstellung der Scheibe und deswegen wahrscheinlich schwer zu kriegen. Da stand man von der Position ein bisschen zu eng in der Scheibe. Aber sonst fand ich es ganz gut. Zuschauer waren auch dabei. Probiert uns. Flo. Ja, die Energie, die war ja wahnsinnig. Also was das an positive Energie mitbringt, wie wenn man ein bisschen Applaus kriegt, wie das uns pusht, das ist der absolute Wahnsinn. Also jetzt dann auch, wenn wir später noch Koop haben, in einer Stunde ab 15.15 Uhr unbedingt hier wieder da sein und die Dreierteams anfeuern.